Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Promi-Geflüster. Und jetzt natürlich, eigentlich müssten wir sagen in dieser Folge, was wurde eigentlich aus? Also mein lang, lang ist es her, wenn man vielleicht noch sich noch zurückerinnert an die NDW. Liebe Freunde, wisst ihr noch, was da so alles unterwegs war? Die neue Deutsche Welle, gab es zum Beispiel Nena, Trio, Geiler Sturzflug, Markus. Der ist ja auch heute noch ziemlich aktiv und auf vielen Mallorca-Partys, glaube ich, soweit anzutreffen, wenn ich da schon mal immer mal wieder ihn beobachtet habe. Und natürlich eine Band, um die es heute geht, die gab es auch noch, die Band Fuchs, gegründet damals 1984 von Uli Sprenger und Bernd Klüser. Und der Bernd, den habe ich jetzt bei mir im Interview und da dazu sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Hallo Bernd, grüße dich. Ja, guten Tag, grüß dich, Frank. Ja, schön, dass es mal klappt bei uns auch. Wie gesagt, 1984 habt ihr euch sozusagen zusammengeschlossen. 87 war dann der erste Plattenvertrag, glaube ich, wo ihr dann bekommen habt, oder? Ne, ich glaube, es war 86, aber bevor dann wirklich was losging, war es 87. Ja. Und damals war ja die NDW-Zeit ja auch schon langsam wieder am Abebben. Also da seid ihr gerade so den letzten Schwung noch mitgenommen, mehr oder weniger, oder? Ja, weiß gar nicht. Ich meine, es gab ja auch Purple Schulz, Klaus Lage, Wolf Mahn und so eine rockigere Ära da in den 80ern. Und das war ja auch cool, ne? Und die waren, glaube ich, auch so Mitte der 80er, Anfang der 80er. Ja, oder, ja, das hat ja bei manchen auch nicht aufgehört. Purple habe ich jetzt noch gesehen und getroffen. Also der ist ja immer noch aktiv. Ja, ganz genau. Und zwei Titel, zwei Hits haben es ja bei euch da wirklich in die Charts auch geschafft. Es war eben die Überdosis Glück und Einsam für mich. Da habt ihr ganz gut euch reingehängt, ne? Ja, das war cool. Im Nachhinein, so wenn man das heute so sieht, denkt man, wow, was ein Wunder, was alles dazu gehört, dass man einen Hit landet. Und das hat irgendwie anscheinend alles damals gepasst. Wäre heute gar nicht mehr so ohne weiteres denkbar wahrscheinlich, oder? Die Zeiten haben sich so gewandelt, dass, ja, ist nicht mal ganz so easy. Weiß ich, denke, die Strukturen sind ja ganz anders heute, so mit dem Social Media. Das hat sich ja alles verändert. Ich glaube, ich meine, früher gab es ja Plattenfirmen. Überleg mal allein das Wort Plattenfirmen. Die haben Schallplatten produziert. Witzig, ne? Sowas Dann gibt es ja gar kam. nicht mehr. Heute heißt es Labels. Ja, dann kam die CD und selbst die ist ja schon wieder sozusagen auf dem absterbenden Ast. Also Genau. ist ja bloß Wer noch hier veröffentlicht heute noch CDs? ja, nur noch Streaming und irgendwelche Files, die man hin und her schickt. Ne? Ganz genau. Ja, wie war denn das bei euch am Anfang? Ihr habt euch da schon von Anfang an irgendwie in der Zielgruppe so zwischen 2- und 12-Jährige gewidmet oder kam das erst später? 2- und 12-Jährige, das ist erst danach gewesen. Ja, am Ende der 90er habe ich angefangen, Musik für Kinder zu machen und ja, im Grunde jetzt die letzten 20, 25 Jahre mache ich das. Und das war wirklich die Zielgruppe 2 bis 12. Das ist ja eigentlich das, was ich jetzt seit 20 Jahren mache. Und damals, ja, ganz normal, Erwachsene Gruppe, ne, in den 80ern. Das war ja nicht für Genau, Kinder. richtig. Obwohl, Ja, wir das hatten viele Kinderfans damals auch. Also, genau. das ist schon cool. Und Fuchs, das liegt einfach daran, das war so von dir aus, also der Bandname, da warst du sozusagen namensgebend durch deine doch etwas rötlichen Haare, ne? Damals waren die Haare so rot wie dein Hemd da gerade. Okay. Heute habe ich ja so ein Teint drin, so kommt das Graue durch und Ja, glänzt das in der Sonne? Ja. klar. Nee, aber das war dann so der Namensgeber und auch immer, glaube ich, in der Schule dann auch ein Stück weit auch Fuchs genannt, oder? Ja, genau. Ja, Der Fuchs. der Fuchs, Der Fuchs genau. war auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wer dabei war, aber der Fuchs, der war dabei. Und Das hat immer wenn Vor- und Nachteile. Du wirst halt immer irgendwo, du wirst halt immer gesehen, das ist halt klar, ne? man richtig, richtig. Und wenn man heute so deine Auftritte sieht, ich meine, gut, das Markenzeichen, das Tier, der Fuchs als Figur, oder gab damals schon so eine Maske mit dem Fuchs auf, ne? Der ist auch heute noch Bestandteil.
Ja, das haben wir damals auch ab und zu gemacht, das stimmt. Hatten wir so eine Fuchsmaske. Das genau. Und heute ist aber der Fuchs in meinem Kinderprogramm, ist der Fuchs wirklich Bestandteil der Show. Ja, der ist wirklich so dominant auf der Bühne, so überlebensgroß. Und macht da, Ja, tanzt da ab. ganz genau. Nee, und klar, dann Kinderprogramm. Du hast selber zwei Kinder und vielleicht auch schon Enkelkinder? Nee, noch nicht. Enkelkinder nicht. Ja, da noch nicht. Aber mit Kindern arbeiten, das macht jetzt so richtig Spaß und ich glaube, sie sind ein anderes, dankbareres Publikum ein Stück weit auch, oder? Es sind ja nicht nur Kinder vor der Bühne, aber so diese Eltern mit den Kindern, doch, das ist ein, also ich muss schon sagen, es ist ein tolles Publikum, die wertschätzen das und es ist doch so eine andere Ebene, als wenn man vor Erwachsenen spielt. Das ist doch anders, weil das ehrlicher, direkter ist, so einfach. Kinder, die gehen auch einfach, wenn sie es doof finden würden, dann gehen die einfach, drehen sich rum. Haben sie bei mir Gott sei Dank noch nicht gemacht, aber das ist schon ein schönes, ehrliches Publikum. Das macht schon Laune. Wie schafft man es dann, die in seinen Bann zu ziehen? Beziehungsweise, was für Lieder wollen die hören? Was ist da wichtig? Worauf kommt es an? Ja, schon, ich meine immer, Herz und Sinn muss drin sein, Zwischenmenschlichkeiten, das ist ja klar, aber die mögen ja Spaß. Ich singe da auch die Überdosis Glück, das ist irgendwie wild, weil die kennen die ja gar nicht. Und das mache ich so als drittes im Programm, so eine Aufnahme, die ich mal fürs Kinderprogramm gemacht habe. Ist ganz interessant, obwohl die das nicht kennen, hüpfen die da los und die fangen dann an zu hüpfen, wenn sie das Lied hören. Und das ist das dritte Lied im Programm. Erstmal stehen die ja so vor, hören erstmal zu. Aber ich mache auch so Sachen. Ich habe ein Herz für Tiere. Joey aus Jamaika, der aus Jamaika hier hingekommen ist, so gegen Fremdenfeindlichkeit. Ja, das hat all diese Themen, die wichtig. Smog-Alarm im Löwenzahn. Es ist schon, sind schon schöne Songs. Und dazu gibt es natürlich auch einen Tonträger, glaube ich. Da hast du auch schon einige rausgebracht, ne? Genau, haben wir so drei Tonträger, habe ich gemacht, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und warum wir uns jetzt eigentlich wieder sozusagen getroffen haben, da habe ich jetzt letzte Woche gerade einen Titel bekommen. Bist du dabei? Das ist dein ganz aktuelles Werk sozusagen, ein Gute-Laune-Song wieder. Ja, eigentlich so richtig für die zukünftig anstehende Sommerzeit eigentlich passt, der gute Laune versprüht, ne? Finde ich auch. Ich singe den immer hier im Haus. Es ist wirklich im Moment mein Lieblingssong. Es ist verrückt. Bist du dabei? Alles Glück der Welt in unser Leben ziehen. Das heißt, also das hat wirklich eine schöne Energie. So, da laufe ich hier mit durchs Haus. Irgendwie, das ist cool. Ich kriege auch echt gute Kommentare. So viele in meinem Freundeskreis, die sagen so, ja, ich höre ja eigentlich nicht Schlager oder so. Das ist ja schon Schlager. Aber das finde ich irgendwie gut, so mit dem Text, so, das ist cool. Finde ich geil, oder auch bei Jugendlichen. Ja. Was ist eigentlich dann aus Fuchs als der Band sozusagen geworden, deine Kollegen von damals? Was machen die so? Hast du da noch Kontakt? Gibt es dir auch noch jemanden? Absolut, ja. Ich meine, mit meinem Kollegen Uli habe ich auf jeden Fall Kontakt. Und wir haben ja auch damals zusammen dieses Kinderprojekt angefangen. Im Weg, ja, das hat der Uli angeschoben. Wir haben da erst für so einen Freizeitpark was gemacht, eine Kooperation gemacht. Unsere ganzen ersten Auftritte, die ersten Jahre hat er mitgemacht. Uli hatte leider einen relativ schweren Unfall damals und brauchte wirklich eine Menge Zeit wieder, der ist jetzt wieder richtig gut stabil. Aber damals ging das nicht mehr. 2006 oder so ist er raus aus der Band und ja, hat es aufgehört mit der Bühne. Hat weiter aber immer wieder auch mal mitgeschrieben oder so, aber er brauchte schon eine ganze Zeit, bis er wieder richtig gesund war. Das war schon irgendwie ein bisschen blöd. Bisschen blöd ist gut. Ja, Ja, und klar. der Siggi war auch, wir hatten ja noch den Siggi dabei. Ist schade, der Siggi ist uns echt gestorben ich weiß gar nicht, jetzt ein paar Jahren. Das war wirklich sehr, sehr schade. Der hat uns schon verlassen mit seinen knapp über 60 oder 60, wie er war, ja. Das Ja, war wirklich. das ist irgendwo mittlerweile, glaube ich, auch schon ein kritisches Alter geworden, so 60 Ach, für plus. uns doch nicht. Ist doch Ja. Quatsch. Nee, aber da hört man, ja, man hat es ja zuerst gesehen da mit dem Fußballer da, ne?
mit dem Antibrief. Ja, sicher, das ist so mit dem Herzchen und so, dass diese, das hört man, naja, Thrombosen und im Kopf und Herz und. Aber ihr habt auch für viele namhafte Kollegen auch im Hintergrund gearbeitet, ne? Wer Ja, gehört das denn das habe ich, alles das dazu? stimmt. Das habe ich in den 90ern, habe ich das gemacht. Also wir waren in den 80ern sehr erfolgreich und dann ist es ja schon so, dass Leute auf dich zukommen oder auch Labels fragen, kannst du nicht hier, wir haben einen Künstler so und so, kannst du da was schreiben? Oder ja, oder Künstler kommen auf dich zu. Das hat schon Spaß gemacht. Da habe ich in der Schlagerszene damals Songs geschrieben für Nicole, Christina Bach, Michael Morgen hatten wir schöne, schöne Sachen. Wie heißt der? Chris, Toni Christi, das fand ich auch gut, die Sachen. Ja, einige. Roland Kaiser habe ich geschrieben. Also das war bei mir so in den Anfang der 90er habe ich das gemacht. Das war auch interessant, ja. Und auch selber so Projekte gemacht. Das war gut. Ich habe immer, das ist schon geil, ne? Immer, seit ich irgendwie 20 bin oder so, oder 22, immer Musik gemacht. Jetzt werde ich fast 60, muss ich mal überlegen. Fast 40 Jahre, ja. Krass. Dann gibt es ein großes Jubiläum, dann gibt es was zu feiern, oder? Ist da was Ja, geplant? gibt's immer. Ich feier, du immer so, ich feier dauernd, aber feiern im Sinne von Dankbarkeit und so. Ich bin so froh, dass ich das alles machen darf und so. Und wenn man ein schönes Umfeld hat und wenn man immer Musik machen kann. Ich mache ja viele verschiedene Sachen Musik. Ich mache nächsten Monat wieder so ein Mitsingen-Konzert. Ich liebe meine alten Beatles-Sachen und Simon Garfunkel. Ich stelle mich mit Gitarre hin und alle singen mit. Das ist geil. Dann mein Kinderprojekt mache ich gerne. Und jetzt dieses, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch super. Ich habe ja den Dirk Fiebig kennengelernt, den Produzenten, ein sehr erfolgreicher Produzent kennen in der Branche. Alle. Und das finde ich auch cool, dass wir jetzt hier, dass der diese Sachen, die ich schreibe, toll findet. Ich habe einen ganzen Schwung geschrieben letztes Jahr. An Songs, so, die wieder an Erwachsene gerichtet sind, weil man doch irgendwie, ja, anscheinend hat man was mitzuteilen, wie das ja auch in diesem Lied auch ist. Das ist, ich höre das ja, dass die Leute sagen, boah, was ist das? Das ist ein toller Text, ja. Und das, darum geht es ja meistens auch. Die Lieder unterscheiden sich ja doch im Wesentlichen durch die Texte. Ne? Definitiv, klar. Und gerade jetzt, wie gesagt, auch in der heutigen Zeit, wo wir so viele Krisen um uns rum haben, da passt sowas zum, wo ein bisschen gute Laune versprüht, Absolut. absolut bestens rein, ne? Dass man so Ja. ein bisschen mal abschalten kann auch, ne? Ja, das sollte man sowieso, wenn man sich da reinbegibt, da in diesen, in diese Flut von Informationen, da würde man, da, also ich würde ja durchdrehen, wenn ich mir das den ganzen Tag reinziehen würde oder hätte immer das Radio an oder sowas. Sowas mache ich gar nicht. Nee. Nee, Man hat ja auch. bringt da gar nicht viel. Irgendwann hat man es wirklich hier mal so. Ja, genau. Geht gar nicht. Man ist dann völlig abgelenkt von den Dingen, die wirklich wichtig sind, die man tun kann. Man kann ja eine Menge tun, aber dann, So ist es. wenn so eine Starre kommt, eine Angststarre. Ich habe überhaupt keine Angst. Das ist gar nicht. Also von mir ist, ja. Was stehen denn dann so dieses Jahr für Projekte noch an? Also war das jetzt erstmal wieder so ein Vorbote? Geht es in die Richtung weiter oder? Was steht bei dir so auf dem Plan? Was hinter dir sind ja die Rechner an. Ich glaube, da wird viel produziert, ne? Ja klar, also das ist ja cool. Ich mache das ja ein Leben lang jetzt hier. Und aber ich habe schon Lust, mir macht das wirklich Spaß, diese deutschsprachigen Sachen jetzt auch nochmal für Erwachsene was zu machen. Wenn ich merke, dass das den Leuten was gibt, dass die ja ein bisschen Glück versprüht oder sich dabei wohlfühlen, wenn sie die Sachen hören, dann mache ich das auf jeden Fall. Weil das ist für uns ja auch immer wichtig. Es nützt mir auch nichts, nur was zu machen und ich finde es toll und dann sitze ich da in meinem Kämmerlein. Ich mag das schon, wenn ich irgendwie Sachen spiele, wenn ich rausgehe. Das ist bei den Kindersachen natürlich auch so, wenn ich da rausgehe und ich merke, boah, das inspiriert die Kinder, die hüpfen, die tanzen, sie hören zu und fragen Dinge. Das ist einfach cool. Und wenn das jetzt hierbei auch so ist, es macht mir schon Spaß dann auch. Ich gehe wirklich gerne auf die Bühne und singe. Das habe ich Lust dieses Jahr. Vielleicht kann ich ein paar Auftritte machen mit diesen deutschsprachigen, auch mit diesen Schlager-Pop. Sachen für Erwachsene und die Kindersachen mache ich sowieso. Das ist schon das, was jetzt für mich ansteht. Und auch weiter mir Sachen ausdenken. Ja? Also die Dinge, die man jetzt über die Jahre im Geiste so gesammelt hat, mal irgendwie zu Papier ist gut in Songs zu bringen. Das habe ich schon Lust. Und das mache ich auch seit einem halben Jahr, seit einem Jahr.
Ja, wunderbar, sehr gut. Dann natürlich aber auch wiederum wichtig, man muss sich ja dann irgendwo auch wieder präsentieren, Fernsehsendungen. Gut, klar, viele gibt es ja nicht mehr in der Richtung, aber ist da auch schon was in Planung oder wo kann man dich da Schauen anmelden? wir mal. Also ich denke, die Möglichkeiten gibt es. Es gibt ja immer noch so Fernsehgarten und Rust, diese Sachen. Also diese. Ich selber gucke ja überhaupt kein Fernsehen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, was es da gibt. Ich habe sowas gar nicht mehr. Seit ich da in der C-Zeit umgezogen bin, haben wir so ein Haus gekauft und umgebaut, ein altes, weil wir das andere uns nicht mehr leisten. Da war es natürlich schon mal ein bisschen komisch, wo es plötzlich keine Auftritte mehr gab. Das war ein bisschen blöd. Aber da haben wir die Zeit ganz toll genutzt, sind hier umgezogen, haben uns verschönert, vergrößert. Interessant eigentlich, ne? Was wollte ich denn eigentlich sagen jetzt? Wo waren wir? Ach so, mit Fernsehsendung. Fernsehsendung, genau. Fernsehsendung. Nee, natürlich. Ne? Mache ich, da freue ich mich drauf, wenn es sowas gibt, aber im Moment steht noch nichts an. Steht noch nichts an, okay. Ja, klar, ich meine, jetzt hat man zwar einen tollen Titel, aber ja, muss ja auch irgendwo präsentiert werden. Genauso auch bei den Radiostationen. Ich denke mal, die sind ja auch alle ein bisschen, ja, hat sich auch einiges verändert als damals, ne? Wahrscheinlich, aber du musst dir überlegen, wenn ich jetzt 20 Jahre im Kinderbereich war, da ist man da sowieso raus, ja. Da hat man Ja. da hat man eine ganz eigene Nische, ganz eigene Gesetze. Da muss ich da gar nicht mitwirken. Da ist es wirklich so, du gehst raus, spielst und der Veranstalter sagt, boah, das war so toll, nächstes Jahr kommt er wieder, in 2 Jahren kommt er wieder. Und so macht man das, ne? Direkt am Volk, am Publikum, an den Kindern. Und so, jetzt, wenn das hier so über die Medien laufen muss. Mein Gott, dann machen wir halt wieder. Deswegen sitze ich ja hier mit dir. Quatschen wir ein bisschen in den Medien. Das ist doch, ich bin dabei. Bist du auch dabei? Sehr schön, sehr schön. Nee, klar, also die Medienlandschaft, die hat sich ja komplett verändert. Klar, solche Variationen wie wir es machen, die gab es ja früher noch gar nicht, ne? Ja, irgendwie cool. Es gefällt Geschweige mir. denn Finde ich Internet ganz. irgendwo, ne? Bitte? Ich sage, geschweige denn Internet, da hat man noch gar nichts gewusst davon. Ja, das muss ich oft denken. Wie haben wir uns eigentlich damals organisiert auf den Autobahnen, wenn einer zu spät kam? Wir hatten keine Handys, standen an irgendeiner Autoraste und wollten uns mit irgendwem treffen. Und ja, wo ist er denn Richtig. jetzt? Fahren wir schon weiter? Das ist ja heute unvorstellbar. Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben heute. Alles organisiert. Dafür ist es ja gut. Ja, aber es hat irgendwie auch funktioniert. Oder auch sonst, wenn man bloß dran denkt, so nach der Schule als Schüler, wo man sich dann verabredet hat mit einem Kumpel, wo geht man hin? Sportplatz, Fußballplatz, ne? Ja, Hat man man ging ja auch. einfach hin. Ja, Wir haben uns ja nicht eben. verabredet. Wir gingen raus und da waren alle. Da Ja? waren Und man alle, so wusste schon ist so ungefähr, wo man hinging. Und dann war da, genau. Man hatte einen Ball bei Fußballspiel. ja. Habe ich auch gemacht. Wie Oder verrückt, habe ich entsprechend Musik verrückt. gemacht und heute rufen sie 10 Minuten vorher an. Ah, ist was dazwischen gekommen, ich kann nicht, ne? Ja, Ja. genau. Ja. Wie sieht's denn bei deinen Kindern aus? Sind die auch musikalisch? Sind die auch aktiv? Also musikalisch sind die beide. Mein Sohn hat als Kind immer gesungen. Das habe ich heute noch im Ohr, wie er bei seinem Spielen in seinem Spielzimmer, in seinem Zimmer immer laut gesungen hat, bis er eine Schwester gekriegt hat und dann ab und zu, und die hatte so einen nervösen Schlaf, wenn ich sage, oh Karl, du musst aber ein bisschen leise sein, weil du die kurze Kröte, die kriegt man dann schon mal nicht so in die Ruhe. Und dann hat er sich, glaube ich, so ein bisschen abgewöhnt. Aber der hätte es wirklich, ich glaube, der kann das gut. Im Gegensatz zu meiner Tochter, die komponiert wirklich wunderschöne deutschsprachige Sachen, spielt ganz toll Klavier dazu, komponiert die Sachen selber, traut sich noch nicht so richtig damit an der Front, ist jetzt so 20. Mich berührt das voll an der Seele. Und dann dachte ich, das liegt nur daran, dass man Papa ist. Aber ich habe es mal so rumgecheckt und auch mit Leuten, die da keinen Bezug zu haben. Ich finde, es würde mich sehr freuen, wenn sie damit rausgeht, weil es geht ja immer darum, wenn es Menschen gibt, die das glücklich macht und auch berührt, wie bei meinen Sachen, wenn es da Leute gute Laune bekommen, dann ist es doch wichtig, dass man das macht und dass es rausgeht. Und das wünsche ich mir bei ihr, dass er da den Mut kriegt und rausgeht damit und dass die Leute das hören. Und das ist ja heute auch nicht mehr so. Ja, das ist halt schwer, weil man kann es ja einfach auch veröffentlichen. Ja, also, Das ist richtig. ne, man muss ja nicht
Fernsehgarten haben oder so unbedingt, um was zu veröffentlichen. Nee, da gibt es ja heutzutage andere Möglichkeiten, wie. Ja. Sie ist auf jeden Fall sehr musikalisch, mega, ehrlich. Also, das ist toll. Ja, wunderbar, das klingt auch gut. Ja, ist auch. Ja, du wirst das dann schon mal irgendwo vielleicht mit einbauen können. Dann nimm sie einfach mal mit bei irgendeinem Auftritt. Ja, das ist eine Wäre gute Idee. Schauen wir doch mal. was, wäre doch was, ne? Ja, Genau. ist auch was, wirklich. Ja, fein. Also, wie gesagt, da sind wir mal gespannt, was 2024 da von Fuchs noch alles zu erwarten ist. Also, wenn du sagst, es schlummern noch einige Ideen oder einige Sachen da. Absolut. Ne? Naja, jetzt haben wir ja das erstmal draußen. Jetzt muss ja mal ein Ja. bisschen Schub darunter kommen. Jetzt schauen wir mal, Ja. was wir da noch machen können. Deswegen sitze ich ja hier schön bei dir, bei mir im Wunderbar. Studio, aber bei dir in der Kamera oder wie auch immer. Nee, das ist doch gut. Ja, klar. Nee, auch, wie gesagt, auch die Möglichkeit, früher hat man sich ja wirklich noch live getroffen, würde ich auch gerne noch machen, aber seit Corona sind natürlich da ganz andere Möglichkeiten entstanden und die nutzt man jetzt einfach, ne? Oder? Das hat im Grunde, ne, das ist zwar für viele so blöd gewesen, auch das kann ich auch verstehen, aber ich hatte eine gute Zeit und vieles ist daraus auch entstanden, was wirklich sehr positiv ist. Aber das muss natürlich jeder individuell so persönlich für sich so beurteilen. Aber bei Ja, mir, bei uns ist es so, in meinem Umfeld war das schon toll, wie sich das alles entwickelt hat. Also wirklich wieder viele richtige Begegnungen, wo man sich dann getroffen hat. So, das hat sich wirklich schön entwickelt dadurch. definitiv. Nichtsdestotrotz, die neuen Medien, nutzt du die auch? Also, ich habe jetzt gesehen, du bist auch bei Instagram, glaube ich, aktiv. Ja. Ja, genau. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon. Ich bin ja überhaupt kein Konsumer, ne? Also, das ist ich, wenn ich irgendwo Musik höre, dann höre ich so und wähle, ich finde irgendwas gut, dann inspiriert mich das sofort irgendwie selber was zu machen, selber was zu probieren. Ich kann da überhaupt nicht so stundenlang so irgendwo was zuhören. Ich bin wirklich, ich höre kaum Radio, gar nicht, also Radio gar nicht. Und so Fernsehen, das kriege ich alles gar nicht mit. So, ich mache wirklich, ich habe meine Ukulele, meine Gitarre, mein. So. Bald kommt ja der Sommer, dann sitze ich an meinem Biggesee. Warte mal hier meine Dings. So. Es war jetzt gerade, ja, Sitze ich genau. am Biggesee und spiele ein bisschen Ukulele. Das mache ich nicht oft, aber so zweimal im Jahr. Und dann kommen die ganzen Enten, sitze ich in der Natur und spiele lieber irgendwie selber was. Und manchmal halten 10 Schiffe an. Habe ich mal gedacht, was haben die? Gehen alle hier vor Anker. Dann konnte ich gar nicht glauben, dass die mich übers Wasser so gehört haben mit meiner Ukulele. Aber Wasser trägt, glaube ich, ganz gut. Nein, ich bin also wirklich, mache wirklich gerne selber Musik. Ich finde das toll. Und ich freue mich auch, wenn ich hier nächsten Monat wieder so ein selber singen, mitsingen Konzert mache. Das finde ich gut. Ich liebe die ganzen Dinge, die ich tue. Ich bin ja auch Musiklehrer. Ich mache jeden, ja, 3 Tage die Woche nachmittags mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen Musik. Hier kommen immer 3 in 1 Stunde gleichzeitig. Mit 4 mache ich so gleichzeitig Musik. Denn, ja, wie so kleine Ensembles. Also bei mir ist wirklich rund um die Uhr irgendwas mit Musik machen. Und wenn ich nichts mache, helfe ich meiner Tochter, wenn die was will im Studio oder so. Ja, das ist so mein Leben und das darf alles immer weiter zu mir kommen und auch bleiben. Und jetzt machen wir, bist du dabei und ich freue mich so. Da. Ich finde das super, dass das so vielen Leuten schon gefällt. Ich finde es Ja, geil. nee, doch, ganz. Ich habe es wirklich auch schon gehört und es läuft auch immer wieder beim Autofahren. Da habe ich es schon mit aufgenommen in meiner Playlist. Ne? Das ist gut, in deine private. In meine private, genau. Ne? Ja, so muss sein. Richtig. Ja, und wie gesagt, da gibt es ja heute auch die unzähligen Möglichkeiten, sei Spotify etc. Also da wird ganz anders ja konsumiert mittlerweile. Ne? Das denke ich auch. Ja. Weil ich sage auch, da der Wandel, wenn man wirklich sieht, so in den Mediamarkt, Saturn und so weiter, die CD-Abteilung, die wird ja immer weniger. Da ist ja gar nicht mehr viel zu bekommen, ne? Nö, macht ja auch nicht mehr so Sinn. Also, wer hat denn überhaupt noch? Ich habe ja auch keinen Player mehr. Also muss ich mir dann leihen irgendwie. Ich habe mal meinen, so ein Doppelkassettendeck habe ich mir mal geliehen und auch wieder meine alten Demos oder so. Oder auch meine alten Kassetten von meinem Bruder. Ist ja auch der Hammer. Die habe ich alle noch verwahrt. Und manchmal höre ich, die höre ich so alle, aber nur alle paar Jahre lang mal. Das fand ich ja auch im Grunde, Absolut. diese Playlists, die wir uns damals auf Kassette gemacht haben, Hammer, oder? Wenn du Ja, die heute hörst, definitiv. dann bist du ja echt in so einem Film.
Echt Aber wenn man cool. dann immer spulen musste dann, oder beziehungsweise wenn man mal sich die Kassette verheddert hat, jetzt speziell im Auto dann, ne? Ja, genau. Das waren auch noch so Dinge. Ne? Wehe, es ging dir so ein Tape verloren, ne? Weil das war ja auch nicht wieder herzubringen. Es Nee, gab es ja war keine schwierig. Das war Sicherheitsfunk. schwierig, genau, Ja, richtig, schön war es. Ja, ja. genau. Aber das, guck mal, wie viel wert da die Musik war, ne? Geil. Das stimmt, Richtig genau. gut, ja. Ja. Jetzt mein, heute beim Aufnehmen oder so, wenn da mal ein Ton daneben ist, da schnipselt man bloß den einen Ton raus. Früher war ja da wahrscheinlich auch viel mehr Arbeit dahinter, ne? Ja. Klar, heute kannst du ja alles gerade tunen irgendwie. Ist schon gut, wenn man es direkt mal irgendwie halbwegs gerade singt. Das macht schon, das spart schon eine Menge Arbeit. Ich meine, wenn man alles gerade tunt, dadurch klingen natürlich die Stimmen auch alle sehr, sehr gleich. Sie laufen dann alle durch einen bestimmten Prozessor, den alle benutzen. Und ja, das macht schon irgendwie, da geht natürlich auch viel durch verloren irgendwie Dann dadurch. kommt natürlich das Thema KI jetzt dann auch wieder Ja, zur wahrscheinlich. Sprache dann, ne? Genau. KI, komponier mir mal mein neues Lieblingslied. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, so genau, aber wer weiß, was da alles kommt. Ach, weißt du, wir können da überall mitmachen, aber wir können es auch lassen. So ist Wir es. nehmen uns unser Instrument und spielen ein Lied und wenn 10 Leute da sind, die es gut finden, dann singen die mit. Lass es Genau. 1000 sein, ist es auch gut. Also diese richtige Musik mit den Menschen zusammen, das finde ich doch nach wie vor so das Wichtigste und das wird auch bleiben. Das bleibt deswegen, weil wir es tun. Wir machen es Richtig, einfach. Und dann richtig. kommen Leute hin und hören zu. Genau. Ja, das Und ist, wenn und machen mal ein mit und Fehler singen kann mit. Liebt das. und wenn mal ein Fehler passiert, mein Gott, wenn mal ein schiefer Ton dabei ist, was soll's? Live ist live, ne? Menschlich. Ja, dann wissen Sie wenigstens, dass live ist. Und man hört das ja nicht mehr sonst. So Ist ja ist alles, es. selbst die Live-Mitschnitte sind dann irgendwie nachbearbeitet und gerade gebügelt. So, dann hörst du wenigstens, das ist live gesungen. Das gibt es doch fast gar nicht, dass man jeden Ton gerade singt. Falsche Töne können ja auch geil klingen. Und wenn die KI das gerade rückt, dann hast du diesen coolen falschen Ton gerade gerückt, obwohl er eigentlich das ausgemacht hätte. Ne? Also hat auch alles sein Für und Wider. Live wird hoffentlich bleiben. Denke ich Es auch. bleibt, weil wir es Das tun. bleibt. Wir machen Ja, es. richtig. Jetzt nochmal ganz kurz die Überdosis Glück in meinem Kopf. Da war ja 2022 nochmal eine Auskopplung von dir, ne? Hat auch der Dirk gemacht. Dirk. Ja, das war so unser Zusammenkommen. Er hatte Lust, das nochmal zu produzieren und ich hatte es auch Lust und dachte, ja, komm, selbe Tonart wie damals, lass es uns tun. Und dann haben wir das Ding nochmal aufgenommen. Das war doch gut letztes Jahr. Und dann hatte ich ja schon eine Menge andere Songs geschrieben und dann haben wir so überlegt, was machen wir als nächstes? Machen wir überhaupt was? Aber alle haben Lust, was zu machen. Ja, da kam es jetzt zu diesem Song und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Aber den wollen wir jetzt erstmal, haben wir ja gerade erst vorgestellt. Jetzt gucken wir mal, ob er, wie viele Menschen der gefällt. Bestimmt 1000, 100.000, 1.000.000 Menschen fällt der. Keine Ahnung. Nee, 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 also bist du dabei? Das ist auf alle Fälle jetzt das, was im Sommer ansteht. Irgendwo, ich guck mal hier, wir machen da noch einen kleinen Link mit rein. Zumindest in die Kommentare oder beziehungsweise Infokarte bei YouTube geht ja auch, sodass dann jeder mal noch draufklicken kann und sich den Song downloaden kann. Gibt es ein Mach das mal, Musikvideo, das gibt's ist ein gut. Musikvideo eigentlich auch dazu? Ich habe jetzt das noch gar Ja, nicht. ist gerade in der Mache. Wir haben was gemacht. Wir hatten Okay. schon einen kleinen Clip gedreht. Jetzt das ist gerade in der Arbeit. Ich glaube, das geht jeden Moment hoch, während wir hier sitzen oder heute Abend oder Okay. morgen. Ja, Also ganz genau. Ich aktuell schicke dann. mal dir den Link. Den kannst du auch irgendwo Da ver. können wir den auch noch mit einbauen. Ganz genau. Ja. Heutzutage alles möglich. Wunderbar. Ja, also dann wünschen wir dir auf alle Fälle viel, viel Erfolg, dass das alles wieder so weitergeht, wie es du dir wünschst und viele, viele neue Fans wieder hinzukommen. Ne? Ganz klar, ja. Wir machen weiter. Was sollen wir tun? Ja, Sowieso. richtig. Ja, wo sind so deine Auftritte? Wo bist du so jetzt nächster Zeit anzutreffen? Also Durch meine die ganze Auftritte, die ich. Republik oder? Bitte? Ich sage durch die ganze Republik Ja, oder? nee, vorwiegend, das ist schon hier NRW-mäßig, ne, von Dortmund, Duisburg, also hier in unserem Kirspel. Hochsauerland raus, ja klar, bis Ja. Münster, bis Frankfurt runter, aber das ist, ich denke manchmal so, wenn man für Kinder Musik macht,
wenn es da oben in Hamburg jemanden gibt, das können ja die machen, die da oben sind. Und ich mache es hier, wo ich bin. Ehrlich gesagt ist es auch cool. Ich fahre morgens los um 11 oder so, trete auf nachmittags und komme abends nach Hause, bin glücklich und habe nicht so eine ewige 5 Stunden Anreise irgendwo hin. So 2 Stunden maximal ist das, manchmal 2,5, aber dann ist wirklich gut. Ja, Also es ist doch. mehr so, also diese Kindersachen mache ich hier ja, 200 Kilometer Umkreis. Okay. Kinderfest. Ja, was nicht heißt, dass ich nicht auch nach Rosenheim fahre oder so. Oder in Berlin, natürlich trete ich da auch auf oder treten wir ja auch auf, aber vorwiegend hier in unserer Region In der NRW. Region dann. Nee, ist okay, genau. Ja, also wie gesagt, wenn du dann erst wieder mal hier im Fernsehen zu sehen bist, dann wird da wieder mehr kommen dann. Ja. Vielleicht, ja, genau. Genau. So, und jetzt als nächstes steht ja schon wieder das Osterfest an. Frühling blüht ja alles schon wie wild, also fast schon ein bisschen zu früh, habe ich manchmal das Gefühl, dieses Ich Jahr. wohne im Sauerland, da ist nicht, da merkt man da nichts Da merkt man von. nicht viel davon. Okay. Aber bist du jetzt eigentlich dann eher so, gerade auch durch dieses Sommergefühls-Hit sozusagen, eher ein Sommermensch oder Ja, liebst du eher den total. Winter? Auf jeden Fall ein Sonnenmensch. Also Sauerland hat ja auch den Vorteil, dass wenn im Winter die Sonne scheint und da liegt sehr oft Schnee, dann haben wir hier auch im Winter einfach mal so eine Helligkeit, die gut tut. Ja? Also wenn einfach mal alles weiß ist und es glitzert und nicht nur alles grau in grau ist. Ansonsten bin ich ein absoluter Sommertyp. Wenn ich nachmittags Musikschule habe, fahr ich immer mit dem Fahrrad hier an unseren Biggesee und gehe eine Runde schwimmen und so. Außerdem habe ich einen Garten. Ich bin Gärtner. Ich baue mein Gemüse seit 10 Jahren selber an und ja, das ist super. Wobei so ein Garten nicht nur für einen Gemüseanbau ist, es ist auch so ein Platz unter den Bäumen, wo man sein kann. Ja, so ein energetisches Feld oder wie soll man das sagen? Ich fühle mich da einfach so nah an der Erde, fühle ich mich wohl und im Wasser und die Sonne dazu kommt. Absoluter Sommersonnentyp, ich liebe das. Ja. Überhaupt kein Stubenhöcker. Nee, ist doch gut, ja, wenn man raus kann, genieße es und da kommen eigentlich auch die besten Ideen manchmal, oder? Absolut. Das ist cool, wenn das so nahe aneinander ist. Ich bin wirklich oft so im Garten, fuckel da was rum, so 2 Stunden und renn von da mit irgendwelchen Gedanken ins Studio und nehme so eine Idee auf. Das ist einfach cool, wenn man das so eng aneinander hat. Das mache Genau. ich wirklich, das passiert mir. Passiert mir Okay. oft oder häufig. Sehr schön. Also, dann hoffentlich noch viele, viele Ideen und dass noch viele Musik von dir kommt. Sehr schön. Dankeschön. Na, Frank, mach's gut. sag ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit dem neuen Titel. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal persönlich. Würde mich freuen. Ja. Das Alles machen wir. Gute. Mach Auch schöne zu Grüße an all deine Hörer. Zuschauer. Vielleicht kann ich die ja auch alle mal kennenlernen irgendwo. Kann man Bestimmt die kennenlernen irgendwo? irgendwann. Also, genau, Komme ich richtig. mal irgendwo hin? Für Schauen alle wir mal, Fälle. was so passiert. Ganz genau. Okay. Also, herzlichen Dank Macht's gut. und den Zuschauern alles Gute. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.